Er hat ein besonderes Auge für schöne Kühe und weiss, welche Merkmale eine gute Kuh haben muss. Zucht stellt für mich seit meiner Kindheit eine grosse Leidenschaft dar. Unser Betrieb zählt 65 Milchkühe und eine grosse Anzahl an Aufzuchtrinder. Unsere Haupteinnahmequelle ist die Milchproduktion. Aber dank dem Verkauf von Zuchttier können wir Investitionen auf unserem Betrieb tätigen. Ich arbeite sehr gerne mit schönen Kühen. Sie bereitet mir jeden Tag eine grosse Freude bei der Arbeit. In der Schweiz gibt es über 6'000 aktive Holsteinzüchter. Der Roger Frossard aus Le Pomerat im Kanton Jura gehört zu ihnen. Seine Namen und seine Tiere sind weit über die Schweizer Grenzen aus bekannt. Das ist Pastek. Sie hat die Europaschau der Red Holstein-Kühe in Libramont 2019 gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Kuh. Sie macht mich jeden Tag aufs Neue glücklich. Die Pastek ist nicht nur sehr schön, sondern auch sehr funktionell. Eine richtig gute Kuh. Sie produziert viel Milch, sie bleibt trotz ihrem steigenden Alter gesund und sie funktioniert in jedem Haltungssystem. Fonctionner dans n'importe quel système, autant en montagne qu'en plaine. Alors il faut tout d'abord une vache qui soit équilibrée. Es braucht zuerst eine ausgeglichene Kuh mit gut gebautem Becken und einem breiten Körperbau. Mit ihren funktionellen Gliedmassen kann sie weit und lang laufen. Loin et longtemps. Weiter sollten die Kühe eine hohe und breite Hinterreuteraufhängung sowie ein solides Vorreuter aufweisen, um viel Milch möglichst leicht tragen zu können. Das Zuchtziel passt sich bei den Schweizer Holsteinzüchtern auch den veränderten Bedingungen an. Ökologisch Milch produzieren ist in den letzten Jahren wichtiger geworden. Darum ist die Bedeutung der Effizienz und der Raufutteraufnahme gestiegen. Heute wollen die meisten Züchter eine Kuh, die viel Milch aus natürlich gewachsenem Raufutter produziert. Die Schweizer Holsteinzüchter sind nicht nur Milchproduzenten. Sie sind motivierte Leute, die aus Leidenschaft züchten. Durch das sind sie in der europäischen Zucht führend.